Radio 1, das schöne Parkfest. Das war der Schuss und 15 Läufer sind auf der Strecke. Du hast das Rennen ja im Blick. Wie stellen sich denn die Läufer hier so an? Ich glaube, die meisten haben noch nie in ihrem Leben vorher einen Paarlauf gemacht. Das ist Neuland für sie. Also ich denke auch, dass mindestens zwei Drittel das erste Mal ins Paarlauf trainieren. Aber es ist ja gut vorher erklärt worden über den Sender und jetzt auch hier. Es stellt sich keiner wirklich hinten an. Es ist ein wunderschöner Lauf, ihr seht es selber. Und auf der Runde hat natürlich den Vorteil, man sieht nie, wer da gerade der Gewinner oder der Verlierer in Anführungszeichen ist. Weil es laufen alle eigentlich gemeinsam. Es gibt keinen, der vorne wegläuft. Drei, zwei, nur noch eine Sekunde und da sind die Schüsse gefallen. Und wir haben ein paar Gewinner auf der Bühne. Kommt ruhig näher, lasst euch feiern, geht nach vorne, das ist euer Applaus. Ihr wart diejenigen, die in den 50 Minuten am allerallerschnellsten, am allermeisten Meter gemacht haben. Friederike steht neben mir. Wie schwer war denn das? Also ich fand es schon schwer, sehr schwer. Und du? Sie hat alles gemacht. Und an dieser Stelle nochmal ein bisschen mehr Applaus. Wunderbar, das war unser Radio 1 Paarlauf. Und wir gehen ganz schnell nach Potsdam-Babelsberg zu unseren Nachrichten. Und dann in der nächsten Stunde live aus dem Park gibt es ganz viel Live-Musik. You say you don't need to be. Parkfest. Radio 1, das schöne Parkfest.